Das heutige Thema ist Lyrik im Dartunterricht und das Thema ist Elfchen. Das kleine Gedicht besteht aus 11 Wörtern in 5 Teilen und beschreibt eine bestimmte Sache oder ein Ereignis. Es beginnt mit einem Wort, das auf das Thema einstimmt. Dann kommt pro Zeile ein Wort hinzu und es schließt in der letzten Zeile wieder mit einem Wort, das thematisch abschließt. Eigentlich nicht schwer, wenn man es einmal verstanden und ausprobiert hat. Elfchen dienen dazu, Schreibanfängern die Form des Gedichts nahezubringen. Selbst unbegabte und desinteressierte Kinder können das schnell. Das gewählte Thema ist auch die Überschrift. So sieht die Struktur des Elfchen, bitte. Die erste Zeile ist ein Gedanke, ein Gegenstand, eine Farbe, ein Geruch oder ähnliches. Und die zweite Zeile besteht aus 2 Wörtern. Und was macht das Wort aus Zeile 1? Das ist eben der Sinn oder die Logik der zweiten Zeile. Die dritte Zeile und 3 Wörter. Wo oder wie ist das Wort aus Zeile 1? Die Zeile 4. Was meinst du über dieses Wort, über dieses Ereignis oder Gegenstand? Und die Zeile 5, das ist die letzte Zeile, das soll ein Fazit sein. Und was kommt dabei heraus? So geht Elfchen. Die erste Zeile ein Wort, die zweite 2 Wörter, die dritte 3 Wörter, die vierte 4 Wörter und die fünfte Zeile ein Wort. Als Beispiel bitte. Spätsommer, goldenes Licht. Sonne verströmt Wärme, Fülle der Früchte lockt Dankbarkeit. Was ist das Ziel? Also das pädagogische Ziel ist, die Schüler über das eigene Dichten sowohl zu Kreativität als auch zu Mitteilsamkeit anzuregen. Nebenbei wird in spielerischer Weise auch das Einhalten von Regeln vermittelt. Ein anderes Beispiel, bitte. Reife. Sonderliches Nachtklingen. Herbst naht. Unaufhaltsam. Mein Leben schwingt mit. Öffnung. Fragen Sie Ihr Kind einfach, worüber es schreiben möchte. Die Gedichtform liegt Kindern, weil sie damit schnell zu einem Ergebnis kommen. Mit nur 11 Wörtern ein erstes eigenes Gedicht schreiben. Das macht einfach Spaß. Das Stilmittel Elfchen ist schön, einfach und folgt einem Bauplan, den Kinder schnell verstehen. Ganz, ganz wichtig ist, beim Elfen ist die vorgegebene Anzahl der Wörter in einer Zeile zu treffen, also die Regel einzuhalten. Das Thema nicht zu verfehlen, das Thema als Überschrift hinzufügen oder als erstes Wort zu nennen, das Thema zu beschreiben, wie ist es, wie fühlt es sich an, was macht es aus, ein Fazit zum Thema zu finden. Hier sehen Sie ein Bild und Ihre Aufgabe besteht darin, ein Elfchen-Gedicht zu verfassen. Auf dem Bild sehen Sie jetzt die Natur, das ist irgendwo auf den Bergen von den Nomadenvölkern. In der Mitte sehen Sie die Jurte. Das ist die typische Haus, typische Wohnstil von den Nomadenvölkern. Bitte verfassen Sie ein Elfchengedicht zu diesem Bild. Lyrische Texte in griechischer und lateinischer Sprache kennt man bereits aus der Antike. Die lateinische war lange die Schriftsprache der Gebildeten. Schriftliche Dokumente in den europäischen Volkssprachen werden in größerem Stil erst ab dem späten 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung verfasst. So auch im deutschsprachigen Raum. Aus dieser Zeit sind vor allem Texte überliefert, die in kultischen oder religiösen Zusammenhängen entstanden sind. Die sogenannten Zaubersprüche
zu den ältesten überlieferten deutschsprachigen Gedichten und literarischen Überlieferungen überhaupt zählen die Merseburger Zaubersprüche und der Lorscher Bienensegen aus dem frühen 9. Jahrhundert nach Christus. Diese Texte, die als Beschwörungsformeln, Heil- und Segenssprüche gelesen werden, sind in althochdeutscher Sprache gefasst. Typisch für diese frühe Lyrik ist die Verwendung von unterschiedlichen germanischen Stabreimen und Endreimen sehr typisch. Ein weiteres wichtiges Beispiel für althochdeutsche Lyrik ist das Wessobrunner Gebet, ein zweiteiliger Text, mit dem auch einen in Stabreimen verfassten germanischen Schöpfung des geschriebenen christlichen Gebets folgt. Der Übergang von der Stabreimdichtung aus der germanischen Tradition zur Endreimdichtung, wie man sie heute noch kennt, markiert unter anderem das Mustilli, ein bayerisches Gedicht, das den Weltuntergang zum Thema hat. Das Hochmittelalter und Walter von der Vogelweide. Ab dem 12. Jahrhundert bildeten sich drei Grundformen der Lyrik des Mittelalters heraus. Der Minnesang, Gesang, Spruchdichtung und der Laich. Während im Minnesang zentral die Beziehung des dichtenden Ichs mit einer meist geografisch oder sozial unerreichbaren Frau ist, befasst sich die Sangspruchdichtung mit Fragen weltlicher und geistlicher Ethik, häufig mit einem lehrhaften Ton. Sowohl im Minnesang als auch in der Sangspruchdichtung findet man Beispiele eher kurzer Gedichte. Der Laich dagegen ist eine spezifisch mittelalterliche lyrische Großform, vor allem des 13. Jahrhunderts, die mehrere hundert Verse umfassen konnte. Bei der Ausbildung der Lyrik des Hochmittelalters wirken mit großer Impulse aus der mittellateinischen Vagantendichtung und Männerrichtung, der Religion und der romanischen Troubadour-Dichtung und der arabischen Lyrik mit. Frühe Vertreter des Minnesangs waren Dietmar von Eis und ein Dichter, der in der mittelalterlichen manichäischen Liederlandschaft als der von Kürenberg geführt ist. Von diesen frühen Lyrikvertretern entwickelt sich die Liebeslyrik weiter bis zur Hohen Minne, deren Vertretern unter anderem ein Dichter unter dem Namen Kaiser Heinrich und Reinmar der Alte zählen. Am besten überliefert unter den mittelalterlichen Dichtern ist sicher Walter von der Vogelweide, der sich im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert bereits kritisch mit der Minnesang-Tradition auseinandergesetzt und sie variiert. Hartmann von Aue führte in die Liebeslyrik noch das Kreuzzugmotiv ein. Einen Versuch, das sich wiederholende Schema des Minnesangs zu durchbrechen, findet man im späten 13. bis frühen 14. Jahrhundert bei Heinrich von Meißen, genannt Frauenlob. Heinrich versucht, in der Liebeslyrik mit naturphilosophischen Konzepten zu verbinden. Walter von der Vogelweide ist auch als Sangspruch und Leichtdichter bedeutend und gilt in vielen Literaturgeschichten als der erste politische Lyriker, der in seiner Dichtung auch auf tagespolitische Ereignisse Bezug nimmt. Neben Walter sind als wichtige Sangspruch und Leichtdichter noch Rumeland und der schon erwähnte Frauenlob zu nennen. Den bedeutendsten Vertretern dieser Epoche gehören neben Walter von der Vogelweide auch viele andere, die einen wesentlichen Beitrag zur mittelalterlichen Marienlyrik geleistet haben. In Deutschland treten neben den Verfassern, so anfangs noch lateinisch, auch viele andere Dichter muttersprachlicher Lieddichtung hervor. Dazu zählen einerseits protestantische Kirchenlieder, wie von Martin Luther, andererseits säkuläre Dichtung, vor allem der Meister sagt.
Beim Meistersein handelt es sich hauptsächlich vom mittelländischen Handwerk, dessen Inhalte von weltlichen Schwenken bis zur weltlichen Belehrung und religiöser Erbauung erreichten. Heute bekanntester Vertreter der ständisch-bürgerlichen Meistersinger ist Hans Sachs, der dem jungen Goethe als Vorbild diente und in Richard Wagners Oper den Meistersinger von Nürnberger verewigt wurde. Beim weltlichen Lied reichte die Bandbreite der Formen im 16. Jahrhundert und die von Dichtung für fürstliche Höfe und das Bürgertum bis hin zu Brauchtumsliedern, erotischen Schwenken und Handwerker- und Landknechtlieder. Form, Themen und Motive knüpften hier häufig an spätmittelalterliche Traditionen an. Ein Beispiel einer Sammlung von älteren Überlieferungen, kunstvollen Stücken und Volksliedgut ist die Kollektion Frischer Deutscher Liedlein von dem Komponisten Georg Forster am Heidelberger Hof. Ab dem Beginn des 16. Jahrhunderts machten sich auch Einflüsse aus Italien bemerkbar. Durch Luther den zunehmenden Einfluss der italienischen und französischen Dichtung und den erneuten Rückgriff auf die lateinische Lyrik Horaz begann in der deutschen Barockzeit eine neue Tradition vielfältiger und formstrenger Gesellschaftslyrik. Mit seinem Buch von der deutschen Poeterie schuf Martin Opitz 1624 ein Standardwerk über die Formen deutscher Lyrik, das als Plädoyer für wohlstrukturierte und formal strenge Lyrik entscheidenden Einfluss auf seine Zeit und die nachfolgenden Epochen hervortrug. Beim weltlichen Lied reichte die Bandbreite der Form im 16. Jahrhundert und von Dichtung für künstliche Hilfe und das Bürgertum bis hin zu Brauchtum, Liedern, erotischen Schwenken und Handwerker und Landknechtlieder. Form, Themen und Motive knüpften hier häufig an spätmittelalterliche Traditionen an. Ein Beispiel einer Sammlung von älteren Überlieferungen, kunstvollen Stücken und Volksliedgut ist die Kollektion Frischer Deutscher Liedlein von dem Komponisten Georg Forster am Heidelberger Hof. Ab dem Beginn des 16. Jahrhunderts machten sich auch Einflüsse aus Italien bemerkbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Unterricht. Auf Wiedersehen.